Hallo, mein Name ist Diego Strotzig, ich bin 30 Jahre jung und wohne im wunderschönen Hameln. Ursprünglich komme ich aber aus Bochum, jedoch aus Familiengründen bin ich jetzt seit über 10 Jahren hier in Hameln und fühle mich recht glücklich. Ich bin leidenschaftlicher Skateboarder seit weit über 20 Jahren und zeitgleich hat das auch mit dem Fingerboarden damals angefangen, in der Grundschule mit diesen Plastik-Billigboards rumgeworfen, nicht wirklich was gekonnt, überhaupt nicht verstanden, worum es ging, bis ich dann einen Kumpel getroffen habe, der es auch schon recht gut konnte. Ja, und nach habe ich dann meine Leidenschaft für entdeckt. Der einzige Unterschied liegt tatsächlich darin, dass es der Maßstab 1:8 ist. Also es ist natürlich ein wenig kleiner als das originale Skateboard. Jedoch besteht es aus echtem Holz, furniert und geleimt. Die Rollen haben Kugellager und die Achsen lenken genauso wie bei dem großen auch. Also steht im echten Skateboard in keiner Weise nach. Großer Vorteil ist, keine Verletzungsgefahr. Ich bin 2011 mal Weltmeister geworden. Es gibt Weltmeisterschaften, die werden jährlich ausgetragen in Berlin. Und dort habe ich 2011 mal glücklicherweise gewonnen.